So, Samstag, Tour 2 und heute, nicht gestern, heute geht es in die Bikerhöhle. Da war ja gestern komplett falsch drauf. Und ja, wir haben uns mal wieder munter aufgereiht hier vor der Garage des Hotels. Wir wollten fast nicht los, weil Achim festgestellt hat, dass sein Helm Kratzer hat. Also Spaß. Das Wetter sieht auch besser aus. Hauptsache es ist nicht ganz so heiß heute wie vorgestern. Gestern war es so zum Fahren okay. Jackie ist mit der Insta am Start und wenn wir jetzt gleich losfahren, geht's weiter. So, nun geht's aber los. Ja, Jackie hat die Insta am Start. Zeige ich euch mal so die ersten Aufnahmen. Ja, wir sind ganz pünktlich weggekommen. Es ist 9 Uhr. So, die Route ist nun auch drin im Navi. Ich meine, ihr seht, wir fahren sowieso hinterher, aber dann hat man so ungefähr eine Ahnung, wo es denn hingeht. Ja, wir sind jetzt in, wenn ich mich nicht verzählt habe, 13 insgesamt. Aber Jackie und ich werden wieder ein bisschen durch die Gruppen springen nachher. Ja, das war eine gute Idee. Peter hat gerade gehupt und synchronisiert damit die Videos. Ja, sieht noch ein bisschen eigenartig aus. Hier hängen die Regenwolken noch drin. Es hat heute Morgen um 6 hat es auch noch mal ordentlich was gegeben. Aber die Wettervorhersage sah eigentlich ganz gut aus. Ja, das Highlight wird sicherlich sein, wenn wir mit, wie viel sind wir? 45 Motorrädern da in der Bikerhöhle reinlaufen. Klar zeitlich versetzt, aber trotzdem werden wir dann irgendwann alle da sein. Und ich habe im Moment überhaupt noch keine Vorstellung, ob das überhaupt funktioniert und wie das dann da aussieht. Ihr werdet das sehen, wenn ihr dran bleibt. Kinice. Das ist noch nicht weit weg von Usti. Oh, vielleicht 5 Kilometer. Insofern lasse ich die Karte an der Stelle mal weg. Ne, ich lasse die Karte nicht weg. Ich zeige euch nochmal, wo wir hier uns grundsätzlich rumtreiben. Wo wir uns hier grundsätzlich so rumtreiben, das wollte ich sagen. Am frühen Morgen. Ist noch nicht so einfach. Das ist wieder mal mein Navi sagt, rechts und wir fahren aber nach links. Ich verstehe das nicht. Ja, das sieht natürlich cool aus, wenn man in so einer Gruppe, aber es sieht immer mehr aus, als es wirklich sind, also 13 im Moment, aber es sieht irgendwie mehr aus.
Tja, das geht hier schon mal gut wieder nach oben. Und es liegt noch, ja, allerlei Zeugs rum. Wahrscheinlich noch von dem Unwetter vorgestern. Ich muss gleich mal den Stecker in die Helmkammer reinstecken. Der muss geladen werden. Das habe ich eben beim Abfahren habe ich das versäumt. Ja, das geht jetzt schon eine ganze Zeit so mit dem leichten Nieselregen, Wolken. Vorhin habe ich noch gesagt, wir beschweren uns nicht über das Wetter. Doch. Aber die Landschaft ist schon grandios hier. Ich kann mir sogar vorstellen, dass hier Bären wirklich im Wald leben. Jetzt laufen mal die Kameras. Wo sind wir hier? Wie heißt der Laden? Ja, das haben wir nett hier. Wow! Da schleppt die Steine mal hoch, du. Strabag hat das gemacht, ne? Mhm. Wow. Oh, die Sonne blendet mich. Ja, voll nervig. So ein schöner Schauer hat auch was. Das ist ja mal sehr nett hier. Guck mal, da unten paddeln sie, Schatz. Rafting. Wir haben Ampel. Können Sie mal gerade über den Zebrastreifen gehen, dann dauert es ja noch länger. Das Wochenende muss zu Ende gehen. Das nimmt langsam wieder Züge an hier. Das ist ja interessant hier. Oh, wir werden gleich sehen, wo uns das hinführt. Ich glaube, wir kommen zum Pausenpunkt. Ein Aussichtspunkt, Parkplatz. Ja, das ist Pause. Nochmal, wieder nicht auf Aufnahme gedrückt. Wir sind am Pausenpunkt angetroffen. Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt hier. Aber es sieht mal ganz gut aus. Hier soll irgendwo ein Aussichtspunkt sein. Und wir werden zumindest jetzt was trinken hier. Das ist die Elbe hier. Da drüben ist meine Frau. Da irgendwo, hinterm Busch jetzt. Da. Ha, ich hab sie entdeckt. War cool hier. Wie ist es? Notrohne-Zone. Hast du schon probiert? Steht da oben. No-Flight-Zone hier, Notrohne-Zone. Also, ob uns das jemals interessiert hat. Ja. Einmal mindestens. Wow. So, das war eine Pleite. Also die Aussicht war absoluter Hammer, aber die entsprechenden
sagt man, Restauration. Das war nix. Die wollten irgendwie nicht. Irgendwann war es dann so weit, dass er meinte, wir müssten für den Parkplatz, wir haben uns auch unten hingestellt bei ihm, müssten wir irgendwie bezahlen. Ja, das wollten wir natürlich nicht. So, der nächste Stopp ist dann die Bikerhöhle. Soll ca. 60 Kilometer weg sein. Wir werden sehen. Ja, es kommen so 2-3 Serpentinen. Sagt mir das Navi gerade. Genau. Sieht ja mal cool aus hier. Und dann steht hier so ein riesen Hotel drin. War schon sehr coole Landschaft hier. War ziemlich beeindruckend, ne? Ja, es ist Wochenende, sind einige Touristen unterwegs. Ja. Der Waldbrand vom letzten Jahr. Heftig, ey. Überall. Das ganze Tal hat gebrannt. Ja, das ging ja, ich glaube 22 war das, ging das durch die Medien hier. Auch bei uns. Dass es hier auch zu so einem Waldbrand gekommen ist. Heftig, heftig. Ja. Donnerwetter. Jetzt zieht sie überall. Mann, 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 Mann. Wow. Das ist auch beeindruckend, aber nicht unbedingt positiv. Hat auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Hey, coole Aussicht. Thank you.
ist schön hier. Super. Ach, schön hier. Ist richtig schön hier. Ich weiß jetzt im Moment nicht genau, wer die Strecke, diese Strecke zusammengesteckt hat. Aber an der Stelle vielen, vielen Dank dafür. Das war großartig bis hierher. Was für eine Strecke. Schweineschnitzel. Wein, hä? Ah, ja. Stehen wir hier alle? So, nach der Mittagspause fahren wir wieder los. Wir haben die Gruppe gewechselt und sind endlich jetzt mal bei Wolle in der Gruppe. Ja, das war ja lecker. Das war ein kleines Restaurant, da ging es aber zipzap, also die war wirklich darauf spezialisiert, Wanderer, Biker und so. Zu empfangen und zu verköstigen, das ging echt richtig schnell da. Essen war okay. Und wir können noch ein bisschen weiter in dieser absolut fantastischen Landschaft hier fahren. Und nächstes Ziel ist dann wirklich die Bikerhöhle. Wir haben aber jetzt trotzdem schon gegessen, weil wir vermuten, dass die Bikerhöhle ziemlich voll sein wird. Insofern werden wir da jetzt hinfahren, einmal durchfahren, weil es ist schon einer der beiden Punkte für heute auf der heutigen Tour. Freue ich mich drauf. Wetter richtig schön geworden, genauso soll es sein. Ich weiß, ich quatsch zu viel über das Wetter, aber es ist einfach so, die Emotionen übermannen mich dann auch.
Tja, hier kann man richtig schön frei fahren. Absolut fantastisch. Ja, jetzt fahren wir schon 20 Minuten hier durch den Wald hier auf dieser fantastischen Straße. Also Tschechien, auch hier oben im Norden, lohnt sich absolut. Ja, es ist nicht für uns oder für einige ein Stück zu fahren, die nicht hier so im weitesten Sinne aus der Gegend kommen. Kurz den Frank überholt, also wir arbeiten uns hier weiter nach vorne durch die Gruppe, aber wir müssten eigentlich auch gleich langsam mal am Ziel ankommen. Dürfte eigentlich, ja, in den nächsten 10 Kilometern müsste es eigentlich dann soweit sein. Jetzt kommen wir, oft angekündigt, jetzt sind wir gleich da, in knappen Kilometer sind wir in der Bikerhöhle, also Kameras alle an. Jetzt hoffen wir mal, dass das nicht ganz so voll sein wird da. Thank you.
Da. Ja, das ist die Weiler Höhle. Irgendwie hat das was, aber hat auch ganz viel nicht. Haben wir es geschafft? Das war die Bikerhöhle. So, als Anlaufpunkt war es okay, war es nett. Man kann es auch mal gesehen haben. Die Aufkleber sind auch da geblieben. Aber es hatte so den Charme zwischen Karl May und Geisterbahn. Irgendwie. Nee, aber war okay. Absolut. Das ist mal ein Brunnen, wa? Cescalipa heißt der Ort hier. Und ich zeige euch den jetzt mal auf der Karte. Oh, ziemlich beeindruckend hier, das Ding. Das habe ich nicht gesehen, als die Kamera ausgegangen ist, die eine. Die Facecam hat einen vollen Speicher. Muss ich heute Abend mal leer räumen. Insofern. Ja, ein Fazit zu ziehen. Super Tage Tschechien. Klasse Strecken. Klasse Touren. Durch eine richtig schöne Landschaft. Nicht zu vergessen, dass wir einen Teil der Truppe wieder gesehen haben. Wir hatten, glaube ich, schon jede Menge Spaß. So, wenn ich mich nicht täusche, ist der hinter uns, oder Martina vor uns, da vorne ist noch Eckart. Und dann nehmen wir die drei dann nochmal auf bei der Fahrt. Ja, bevor die Helmkamera ausgeht, also diese hier, da bleibt mir für heute zumindest. Morgen kommt vielleicht auch noch ein bisschen was von der Rücktour, wenn es da was zu erzählen gibt, wenn es was zum Zeigen gibt. Bleibt mir für heute erstmal, weil das Video endet dann auch gleich, mich bei euch zu bedanken, dass ihr dabei wart. Ja, meine Kollegen erzählen euch nochmal, was wichtig ist bei so einem Video, wenn man sich das angeguckt hat. Ja. Ralf, Achim und Andreas sagen euch das jetzt. Und mir bleibt dann, mich zu bedanken. Ich
Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Video, entweder von dieser Tour oder von einer der nächsten, wieder mit dabei. Daumen die Währung hoch, bei YouTube Daumen, ist der Daumen hoch. Daumen hoch, Glocke drücken. Ja. Dann verpasst ihr nichts. Und wer das mit dem Daumen noch nicht kennt, mit dem Hammer mal draufhauen. Beim nächsten Mal klappt's dann. Der weiß das. Elbe. Da fahren wir jetzt entlang bis zum Hotel. Ich habe noch ein bisschen Restladung im Akku, das lasse ich jetzt mal mitlaufen. Die Stadt selber, beziehungsweise das Tanken, das wir gleich noch machen werden, ist nicht so spannend. Da ist es doch schöner, dass ich euch das hier noch zeige. Jetzt fahren wir dann über die Elbe und da seid ihr mit dabei. So, da vorne ist unser Hotel. Und wir sind zurück. Ja, falls vom Abend noch was kommt, seht ihr das. Aber wie ich es vorhin schon gesagt habe, für jetzt und hier war es das. Also, macht es gut.